Ja, als nächstes anscheinend Dennis gegen Consti. Mal schauen. Wird Dennis mal wieder gewinnen? Irgendwann? Nee, jetzt kommt erstmal der Schere Stein Papier für Port. Okay. Oh, Consti kriegt Port 4. Auf jeden Fall sehr rough. Er macht ihn schon mal schwerer jetzt. Ja. Man könnte sagen, Consti ist auf jeden Fall ein Bracket Demon für Dennis. Und ich weiß auch jetzt schon, dass wenn Dennis gewinnen würde, würde auf jeden Fall ein Pop-Off kommen. Er wird richtig krass Pop-Off. Ja. Aber ja, lange, lange her, dass er Dennis gegen ihn gewonnen hat, glaube ich. Ich glaube, dieses Jahr auf jeden Fall noch nicht. Nee, seitdem ich hier wohne nicht. Okay. Nee, dann ist es wirklich echt schon Weichen her. Ja, aber Peach Falcon auch ein weirdes Matchup. Also ich habe leider auch gar nicht so viel Erfahrung mit dem Matchup. Es ist halt, ZF ist der wahre Feind. So. Ja. Er kann alles machen, Peach muss weinen. Ja, ich fühle es auf jeden Fall wie ein Matchup an, wo Peach auf jeden Fall ein bisschen härter arbeiten muss. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß allgemein nicht, wann ZF jemals für irgendwas arbeiten müsste, aber vor allem in dem Matchup kriegt er alles geschenkt, als wäre es Weihnachten. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also in dem Matchup sehe ich es. Einfach Kombos eigentlich aus fast jedem Aerial zu haben, die killen, gegen Peach, die halt dann noch den Edgeguard hitten muss und von weiteres. Safe ist halt auch so einer der einzigen Charaktere, der so richtig gut Peach Edgeguarden kann, beziehungsweise der kann so richtig weit raus. Das stimmt. Und so aus Grabs und so kriegt man meistens was, so Knees allgemein zu kriegen ist nicht so hart gegen Peach, wie man hier sieht. Und halt dieser Drive-by-Stomp ist auch super gegen Peach. Ja, Peach ist halt auch einfach so langsam, nicht irgendwie so punishen. Ja. Ja, konnte sich auch schon erst Stock, aber natürlich der gute Down Smash, 4 Hits. Und ja, das ist auch die Sache mit Peach, ne? Die Top-Plattform ist auch echt ein Problem. Muss man einfach patient runterspielen. Schön. Kriegt er den? Ah, das ist zu viel. Das ist immer doch schlimmer als Peach, ne? Dass man kann natürlich Falcon gut Edgeguarden, aber man ist einfach nicht schnell genug, glaube ich, um manchmal alle Drifts zu covern. Ja, oder? Ja. Es ist actually nicht so einfach. So, vor allem, wenn halt CF so von oben recovern kann und halt arsch viele Optionen hat. Ja. Und du kannst nicht unbedingt alles covern. So, je nach Situation ist CF Recovery nicht schlecht. Oder nicht so schlecht, wie man halt immer dachte. Ja. Und halt auch so propagiert wird. Das stimmt. So schön. Ich weiß auch nicht so ganz, wie Peach einfach den Lash Regrab von Falcon covert. Vielleicht mit der Float Down her, ne? Aber so auf Schnelle kann sie da, glaube ich, nicht so viel machen. Nee, nicht viel. Nicht so wie Fox, der Shine kann oder Falcon mit der Double Jump Down her. Peach kommt einfach nicht ran. Ja. Ja, aber die Knees treffen irgendwie auch nicht aus der Down Broken Cost. Er hat noch nie irgendwie gefährdet in seinem Leben. Ja, anscheinend. Aber muss er ja auch anscheinend nicht, weil. Ja. Alles andere kriegt auch für Lau. Ja. So. Ja, aber die Edgeguards, das ist schwierig, Mann. Die war eigentlich gut. Ich dachte so, da hat er die Abwehr gerade raus, die hat gesagt, vielleicht stirbt er, aber es war tatsächlich gut. Ja. Wenn er halt wusste, dass er nicht stirbt, weil er halt nicht so irgendwie nochmal eine Abwehr oder so danach passiert hat. Ja, das stimmt. Der erste Game sieht leider ein bisschen rough aus wie Dennis. Sieht sehr rough aus. Oh, schön, schön float näher aus dem Shield. Ja. Ja, schwierig. Ich meine, bis jetzt glaube ich auch noch kein erfolgreicher Edgeguard von Dennis, aber es sieht auch sehr, sehr hart aus. Also die Position, ja, die man halt drin hat. Ich konnte die Spiele gerade einfach so clean runter, wie man es gewohnt ist von ihm. Ja. Ich meine, das sieht man auch gar nicht so selten beim Jedo. Ja, ja. Ich mein, das wäre auf jeden Fall ein Upset. So, wenn Dennis das gewinnt, nicht weil Dennis halt schlecht ist, sondern weil es halt so dieses persönliche Matchup einfach ist, so gegen Consti. Historisch nicht das Beste für Dennis. Ist ja gegen Consti, wie er das getroffen. Das war voll komisch. Sah richtig weird aus. Ja, für Dennis natürlich auch Falcon ein Hass-Matchup, aber es ist natürlich dann die Frage, ob das durch Consti ist oder ob es einfach wirklich der Falcon ist. Ich würde sogar tippen, es ist wirklich einfach Falcon, weil dieses Matchup ist rough. Stomp nie. Das konnte sich das überhaupt jemals connected hat. Das ist ein First-Off. Ja, aber auf FD holt Dennis ganz schön oft in letzter Zeit auch Games gegen Consti. Hat leider kein Setpoint, wie wir schon sagten, aber wenn es ein Stage gibt, wo er mal richtig das Punish-Game scheinen lassen kann, dann ist es natürlich FD. Der Dennis hat vor allem in den letzten Wochen halt schon
Peach Punish Game richtig hart gegrindet, und das sieht man auch. Ja. Natürlich ist es immer noch nicht komplett perfekt. Ab und zu droppt er mal irgendwie in so einen Chain Grab. Ja. Aber das ist halt so viel besser so im Vergleich zu ein paar Monaten. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall true. Weil da steckt ja auf jeden Fall sehr viel Arbeit rein. Das ist halt auch ziemlich nice, wenn man sieht, dass es auch belohnt wird. Ja. Aber Konstantin, das ist gerade wirklich gar nicht atmen. Und jetzt hat er auch mal einen Down Throw Strong Knee hinbekommen. Ja. Krank. Aber man kann ja immer rausziehen, das Peach und dann Air dodgen, ne? Das ist ja der Play. Geht es bei allen Percentage? Ich weiß es nicht. Das kann ich leider auch nicht safe sagen. Irrfahren, wo bist du wieder? Er hat den Grab. Stark. Glaubt er nicht? Ja, das sieht aber so aus, als könnte die Hälfte irgendwann rausspringen. So. Ja. Wie gerade eben, ne? Schön. Ja, die gute alte Nair. Und dann die. Ah, schon Recovery. Diesmal ist er auch wieder für so einen Tomahawk gegangen, aber Dennis ist schnell rausgedippt. Ja, ja, wichtig. Ja, die Dash-Track war echt greedy. Oh, kein Jump? Ja, das sollte es sein. Ja, schön, schön, schön. Jetzt ist er wieder back in game auf jeden Fall. Aber den C-Stick nach unten und dann geht's richtig ab. Ah, schön, du kannst sehen. Okay, wieder einen ganzen Stock-Lead. Das wird rough. Ja. Dennis. Außer man natürlich das. Der Equalizer. Aber diese DI scheint hier ein Problem zu machen, ne? Also vielleicht kann er jetzt auch wieder rausspringen. So bei den Prozenten. Fliegt einfach so hoch dadurch. Okay. Der Upsmash. Das CF ist aber viel zu heavy. Ja. Das ist auch immer so schwer einzuschätzen, weil man selbst nach oben töten kann. Ja. Aber das hat leider nicht gereicht. Oh, stark. Der die Abwehr reißt. Es ist wieder relativ close. Bist du eine Down Smash und ist wieder even. Ja. Aber ein Knee und Peach ist tot. Super, Dennis bekommt das Setup. Okay. Und deswegen nimmt der FD ja vielleicht ganz schön oft hier in Hushu verloren. Ganz lange in Schach gehalten von Dennis, aber hatte einmal den von Konsti Meister und dann, wenn er einmal dann den Grab hat. Oh, Dennis wusste, dass er reinrollt, aber war zu late. Mit ja. Und beziehungsweise er war nicht so full committed, das wirklich zu punishen. Das kennst du wahrscheinlich auch, du erwartest sowas vom Gegner, dass er irgendeine Option hat, aber du bist dir nicht so 100% sicher. Und dann macht er das und dann bist du nicht ready dafür. Ja. Findest du auch schön, wenn man so denkt, er macht es und dann wartet er so eine Sekunde und dann macht er es und dann bin ich nicht mehr ready. Ja, ja. Das ist auch schlimm. Oh ja, der schöne Grab von Peach greift ja mal ein bisschen hinter sich. Oh. Substance muss nicht gekillt werden. Level. Ah, hat ihn erwischt oben. Ja, ein guter Hit, aber es kann natürlich auch sein, dass Konsti jetzt einfach eine große Combo startet und dann sieht es ganz anders aus. Ja, einmal so ein Down-Throw into Abwehr, Abwehr, Abwehr. Ja. Die schönste Combo im Game. Aber nee, sofort even. Oh, Missing Grab. What? Oh, nice. Das war sogar wichtig. Oh. Okay. Ah, da rein zu driften war nicht so gut hier. Jetzt kommen die Abwehr, wie wir vorher gecallt haben. Ja. Abwehr, Abwehr nie. Noch eine Abwehr. Oh nein. Okay. Ja, bitter für Dennis auf jeden Fall. Es sah auf jeden Fall sehr close aus. Ja. Aber. Dann kriegt Seth einen Grab und dann ist der Tag vorbei. Ja, auf jeden Fall. Dann kann man wieder nach Hause gehen. Aber FD auf jeden Fall der richtige Counterpick für Dennis. Ich meine, sonst mit dem Punisher sieht es dann immer nicht so gut aus gegen Konsti. Ja, sah auf jeden Fall besser aus, auf jeden Fall. Natürlich runnt er es back. Da Konsti direkt in der ersten Sekunde mit einem Drive-By-Storm. Konnte leider nicht rauskommen werden. Wie viele Nairs macht Konsti noch? Die Sache ist so, warum sollte er es nicht machen? Ja, das ist true. Oh, schöner. Es ist halt auch immer so schlimm, wenn so CF-Mates so complain, wie lame halt so Leute sind. Mhm. Und dann so, ich mach 10 Nair in Plays. Das ist true. Aber man muss sagen, so Konsti ist nicht so ein krasser Complain. Beziehungsweise er ist sich aware, dass er auch nicht der coolste Spieler ist. Ja, auf jeden Fall. Halt, das ist halt immer so nervig, wenn Leute halt mega lame spielen.
aber denken, die sind cool. Ja. Und sich beschweren, dass Leute nicht immer in ihre defensive Kacke reinrennen. Ja. Konnte sich keiner von denen. Er beschwert sich auch, dass manche Matchups eklig sind, aber er ist aware, dass es auch nicht das Geilste ist, gegen ihn zu spielen. Ja. Aber ich will, damit kann man ja auch leben. Ja, das ist voll okay. Ja, mein richtiger Lied für Dennis wäre mal was. Ja, mach mal. Was soll das? Die warten alle drauf. Nein, nicht der Messer. Aber ein Grab und das Stock ist eventuell wieder weg. Ja, das stimmt. So eine Afro offstage hauen und dann. Oh, der, ja, das war perfekte Situation für Grab gewesen. Schöner Spot Dash. Ah, oh. Gott, sie rollt ja nicht rum. Ah, das macht Conti so offen, das ist ja so gut. Das ist wirklich viel zu gut. Die Fahren kann man ja auch echt super fast wollen. Ja, ja. Also es passiert so schnell, muss man echt drauf vorbereitet sein. Komm, du willst halt auch im Chill chillen, weil wenn du dann irgendwie so nie kassierst und ja. Weg nie und machen die. Oh, ja, schade. Dashtag? Ja, da muss er noch die Tag-Scheiß hin. Ja, wieder Chain Grabs. Mal schauen, wie lange er diesmal hält. Aber konnte sich die Eyes bei den 80er, 90% halten Dennis auf jeden Fall davon ab, auch einen Kill aus dem Chain Grab zu bekommen. Mhm. Weil wenn er einfach so nach oben die Eyes und nicht zu Ledge die Eyes, dann ist er dann bei 100 raus. Zwar auch nicht gut, aber besser als sofort zu sterben. Ja, man sieht halt, so, Conti lebt halt so richtig lange, weil ja. Hier schon wieder, er hat eine Backer kassiert, aber who cares, ist ja. Auf die andere Seite des Stage geflogen. Kein Problem. Und nimmt dann auch gleich den Stock mit dem Knee. Ja, allgemein, dass halt Conti so relativ gut Center Stage hält, ja. Hat halt so gar kein Problem damit, wenn Dennis dann mal eine Hitbox reinkriegt, weil der fliegt einfach auf die andere Seite. Das wäre ich gar nicht so doll aufgefallen, muss ich sagen. Ich achte irgendwie gar nicht so viel beim Spielen auf so Stage-Kontrolle. Aber das ist eigentlich super. Meistens sieht man Dennis halt irgendwie die Corners. So. Ja, okay, das stimmt. Zum Beispiel jetzt wieder. Ja, jetzt schon wieder. Und schon wieder ein schöner Tomahawk, aber diesmal auf eine andere Weise. Oh nein, das war raw. Ja, das war wirklich raw. Das war nicht irgendwie true oder eine Combo oder so. Ja. Dennis hat einfach nichts gemacht oder hat er nicht erwartet, dass er einfach so nie reinkommt. Ja. Aber Conti hat halt keinen Fick gegeben. Entweder wusste er das oder er war ungebunge. Oh, das sieht leider nach dem Ende aus. Conti bekommt mit alles, was er möchte. Spitzen. Ja, Berge. Ein Edgeguard, was ist das? Ja, und das war's, ja. Ja, GG's. GG's. Rough Draw für Dennis 3-0. Auf jeden Fall. Die FD-Games sahen nicht schlecht aus, aber Consti souverän. Einfach wie üblich runtergespielt. Kein Problem für den Boy. Sah vielleicht im zweiten Game ein bisschen scary aus, aber im Endeffekt hat er einfach nie seinen Stock direkt nach dem Chain Grab verloren. Ja. Die Edgeguards waren auch ein großes Problem. Weil normalerweise ist es halt immer so scary. So viele Leute wollen halt so früh wie möglich aus dem Chain Grab raus und ja. Die halt offstage. Was halt nicht so geil ist, aber Consti wusste, ey, selbst wenn ich bei 120% bin, du wirst mich davon nicht töten können. Ja, safe. So, du wirst halt eventuell einen Nair reinbekommen oder ich kann auch eventuell rausjumpen und dann spiele ich normal weiter. Ja. Deswegen musst du halt zweimal Neutral gewinnen, um mich wirklich zu töten. Und wenn halt Consti die ganze Zeit so Center Stage hält, hat man auch gesehen, selbst wenn Dennis halt einen Hit reinkriegt und halt Neutral gewinnt, er hat nie einen Follow-up davon bekommen, weil Conti halt viel zu viel Prozent hatte und ja. Deswegen arschweit weggeflogen ist, aber auch nicht so weit weg, dass er irgendwie gestorben ist. Davon. Ja, kommt halt kein Green Edge Guard sozusagen da raus, sondern meistens greift dann bei Conti wieder die Ledge und dann geht's ab. Okay.